Der Borussia Park, die Fohlen sind zurück im letzten Testspiel in der Vorbereitung auf die Saison 22-23. 10.774 Fans waren dabei, um zu schauen im achten Spiel gegen Real Sociedad aus La Liga, wie sich die Fohlen schlagen wird. Wirklich Generalprobe gegen eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison Sechster geworden ist in der Europa League, in der Zwischenrunde an RB Leipzig scheiterte. Keine 50 Sekunden gespielt, Fehler Sommer, Ishak. Ex-Borussia Dortmund, ausgeliehen Willem Twee mit der Situation zur Führung. Gäste also in Dunkel mit einem unglaublichen Pressing, einer Aggressivität im Spiel gegen Ball und Gegner. Fohlen mit Sommer, Skelly, Itakura, Elvedi, Ben Sebaini. Davor Doppel-6, Kramer, Neuhaus, Hermann, Stindl, Hofmann, Thüram. Nächster langer Ball, 17. wieder auf Ishak und diesmal Elvedi. Sehr, sehr souverän dort in der Aktion mit Sommer, der auch noch die Hand rausbekam, wieder gegen Ishak. Kann man in der Wiederholung erkennen. Jetzt hier und da nochmal die rechte Hand übergreifen von Sommer. Wieder bärenstark in der Situation. Hier hast du so einen Beleg, hoch anlaufen und jetzt mal aufgepasst. Sommer schaut lange und dann gibt es den Laufweg. Einer sprintet los und das ist dann Jonas Hofmann. Gegen zwei weg, 100%ige direkt auf Remiro. Den 27-Jährigen Hofmann blieb danach liegen, weil die Aktion gegen ihn schon sehr grenzwertig war. Und er dann auf dem langen Bein aufgepasst. Das kommt jetzt von der 24 weiter ausrutscht vom Franzosen Normand. Behandelt worden. Danach war ein bisschen on fire. Es ging aber Gott sei Dank weiter für den Nationalspieler. Kurz vor der Pause, da wird Itakura angelaufen. Der löst das gegen drei überragend. Und dann das Umschaltspiel. Stindl, Neuhaus, Thüram. Und jetzt hast du den Platz, den du haben willst. Der Franzose gegen seinen Landsmann Normand. Tempo über links. Ball läuft weiter. Fuß getroffen. Elfmeter. Schiedsrichter direkt dahinter. Dr. Robin Braun. Und das war die einzige gelbe Karte in dieser Partie. Achtet mal nur auf den Ball. Der Ball wird jetzt gespielt. Und er wird eben nicht getroffen, sondern der Fuß. Auch wenn der Franzose sagt nein. Rami Sibaini. 43. Souverän. Hart hoch platziert. Tolle Schussstärke vom algerischen Nationalspieler, dem 27-Jährigen, 4 Tore in der vergangenen Saison erzielt. Und hier das 1:0 zur Pause. Wenig zugelassen, defensiv, wenig Ballkontakt gehabt, aber die Topchancen gehabt. Durch Hofmann in der 31. und das Tor durch den Algerier. Hinein in Halbzeit 2. Die Spanier wechselten bis auf den Torwart komplett durch und hatten auch sofort die erste Situation hier nach 49. Die Fohlen unverändert mit der Startelf auch zu Beginn von Halbzeit 2. Fahrkarte gesagt, Frische wird ein wenig fehlen, sowohl körperlich in der Physis als natürlich auch vom Kopf. Wichtig ist, defensiv zu stehen und Momente zu kreieren. Wieder Hofmann, diesmal auf Thüram, wieder gegen zwei diesmal. Und dann wird ein Bein gestellt und zwar vom Mann mit der Nummer 5. Das rechte Bein trifft das linke, Braun dahinter. Für mich eine klare Fehlentscheidung, aber der Schiedsrichter entscheidet und der hat recht. Aufgepasst. Nur mal auf den Spieler mit der Nummer 5 achten. Jetzt hier kommt das Bein raus und trifft das linke Knie. Mit klarer Elfmeter gab es nicht. Gute Stunde gespielt. Es war immer so eine interessante Geschichte. Es gab immer so zwei, drei Möglichkeiten innerhalb von kürzester Zeit. Und dann aufgepasst, 61. abgeprallter Ball. Und dann wird es ein artistisch hochwertiger Fallrückzieher vom 19-jährigen John Karikuburu, der hier trifft. Der Schussversuch von Skelly wird zur Bogenlampe und Itakura, da kommst du nicht ran mit dem Kopf. Und für Sommer keine Möglichkeit. Schlussphase, noch einmal Hofmann, läuft an. Skelly setzt nach, Hermann, da wird der Ball abgefälscht, ansonsten rauscht er rein. Und das war dann so die letzte nennenswerte Offensivaktion. Hinten raus Sommer noch mit zwei guten Paraden. Und so bleibst du ungeschlagen in dieser Testspielserie, auch gegen den Konkurrenten aus La Liga, der eine Woche später ins Geschehen eingreift in seiner Spielzeit. Für die Fohlen in einer Woche der Auftakt, also DFB-Pokal im Dreisamstadion gegen Oberachern, Oberligist aus Baden-Württemberg. Und ein paar Tage später, dann hier im Borussia Park, Bundesliga-Auftakt gegen Hoffenheim.